Ja. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mafia 2. Wir haben gerade einen nicht mehr ganz so frischen Herrn verbuddelt. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber naja, wir wollen ja zur Familie gehören, ne? So. Jetzt müssen wir die beiden Herren wohl nach Hause bringen, glaube ich, ne? Ja, bringe die Suffköppe zu Joe. Freundchen! Mein Gott, gut. Freundchen! Hier ist kein rechts vor links, glaube ich. Ach ja. So. Schönes Lied. Nicht so schön gesungen. Aber hey. Aber hey. Ich frag mich, was aus Henry und den anderen geworden ist. Das frage ich mich wirklich. Es ist irgendwie ungewohnt, wenn der Schnee weg ist. Es ist ungewohnt. Naja. Ganz so weit haben wir es nicht mehr. So, mal hier rum. Links. Und hier kennen wir uns da auch schon wieder ein bisschen aus. Ich glaube, wenn das komplette Let's Play durch ist, plus die DLCs, dann kenne ich mich in dieser Stadt ein kleines bisschen aus. Ich kann mir sowas einfach nicht merken. Auch in GTA. Okay, die Map von GTA 3 habe ich. Die kann ich in- und auswendig. Von 4. GTA 4 auf jeden Fall nicht. Und 5 ist. Ja gut, 5 habe ich auch wieder ein bisschen mehr gespielt als Teil 4, aber. Naja. So. Da sind wir auch schon wieder. So. Home sweet home. Die Party ist ein bisschen unschön zu Ende gegangen, hä? Jedenfalls danke. Du hast was gut bei mir. Lass Eddys Wagen hier, damit er morgen früh nach Hause kommt. Du bist ein guter Mann, Vito. Ich begleiche die Rechnung morgen. Hey, kommst du noch auf den Drink mit rein? Schnauze da unten! Habt ihr mal auf die Uhr geschaut? Ah, leck mich, du Schlampe! Na los! Wir los, rufen genug. Ein paar Weiber. Ach, ins Bett mit dir. Komm jetzt. Ich ruf dich morgen an. Gute Nacht. Gute Nacht. Warum guckt unser Kopf aus der Mütze raus? Aus dem Hut? War das unser Kopf? Ich hoffe nicht, es sah komisch aus. Es sah auf jeden Fall komisch aus. Jetzt müssen wir wahrscheinlich noch nach Hause fahren, ne? Ein Mann muss seine italienische Abstammung. Wer soll das denn lesen? Kapitel 8. Die jungen Wilden. Uptown, 11. April 1951. Oh, wir sind zu Hause. Oh, was ist denn los? Hey, Vito, raus aus den Federn! Herr Gott! Marty, hör auf zu schreien! Mir brummt der Schädel. Entschuldigung, Joey. Und sag nicht immer Joey zu mir. Das geht mir auf den Sack. Vito, komm runter! Ach, du Scheiße. Oh Mann. Ja, an den guten Marty habe ich noch Erinnerungen. Allerdings keine sehr schönen. Und das, was wir jetzt machen müssen, das machen wir lieber mal mit Lederjacke und Hemd. So. Oh, hier fehlt echt ein Fahrstuhl. Verdammte Axt.
Noch ein. So, was haben die beiden Schwachkörper schon wieder? Sag wo ist mal, der andere? Wer war das? Der hat ja eine Stimme wie Woody Woodpecker. Das war Marty. Der Kleine hat mir an meiner Straße gewohnt. Als ich den LKW abholen musste, hat er mich mitgenommen. Wozu der LKW? Mit dem verdienen wir ein bisschen Kohle. Spring ein, ich erklär's dir unterwegs. Du fährst. Wohin? Ja, ist klar. Riverside. Na dann, auf nach Riverside. Yippie-yay. Fahre nach Riverside. Beschädige Lieferung nicht. Das war eine Nacht, ja? Ja, das kannst du laut sagen. Mal ehrlich, bist du noch sauer auf mich? Reiche Einbruch. Das war natürlich mein Traum, wenn ich aus dem Knast komme. Aber im Puff, da hat's dir doch gut gefallen, oder? Ja, ja, vielen Dank auch. Aber alles danach hat mir weniger gefallen. Okay, okay. Oh. Heute wird alles viel besser. Alter. So spreche ich dir. Das will ich auch hoffen. Hm, genau. Viel besser. Naja. Naja. Oh, warte. Ich muss mal kurz. So. Läuft. Huch, haben wir da gerade fast die Bullerei weggeklatscht? Entschuldigung, die Polizei. Oh, was der ist auch neu. Fahren die im Winter nicht? Wir fahren ein paar Ecken ab und liefern die Kippen aus. Dann bringen wir den LKW zu Eddie und holen unseren Anteil ab. Kinderspiel. Moment mal. Soweit ich mich erinnern kann, bin ich wegen so einem Kinderspiel in den Knast gelandet. Keine Panik. Ich hab das schon mal gemacht. Erster Stopp, Riverside. Na gut. Vertrau mir. Du wirst mir noch dankbar sein. Okay. Ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Alles gut, er fährt weiter. Keiner verletzt. Keiner verletzt. Ja, aber ist es nicht ein bisschen riskant, so auf offener Straße? Ich weiß nicht, ob die Kippen geklaut sind oder ob das illegal ist. Es ist wahrscheinlich illegal, aber ist das nicht ein bisschen riskant? Es tut mir leid, ich hupe gerne. Ich hupe einfach gerne. Hey, jetzt sieht man hier erstmal ein bisschen was von der Stadt. Beziehungsweise vom Umland. So, hier rechts. Oh, Alter. Du fährst wie meine Großmutter, weißt du das? Ja, Entschuldigung. Was soll das Gejammere? Ich habe mit diesem Ding noch nicht so viel Erfahrung gesammelt. Junge, Junge, Junge. Okay. Hier? Jawohl. Hier. Und jetzt? Jetzt kümmern wir uns um unsere Kundschaft. Die Jungs nehmen große Mengen. Komm mit. Sehr gut. Große Mengen sind okay. Großes Geld. Kletter rauf und gib mir die Waren. Hi. Eine Stange Reds. Gib mir eine Stange Reds, Vito. Reds sind, schätze ich mal, roter Karton, ne? Her damit. Ja, sehr gut. Junge Dame, wollen Sie nichts? Hier, bitte, Sir. Bis zum nächsten Mal. Hey, na endlich kommt ihr. Ich habe keine Kippen mehr. Gib mir eine Stange Blues. Eine Stange Blues, Vito. Mhm. Ja, genau die. Hat er nicht gesagt, die nehmen eine... Die nehmen große Mengen ab? Hier, bitte schön. Bis zum nächsten Mal. $2. Ja, klar. Oh. Was soll der Scheiß? Hey, Sarge, wie geht's? Eine Stange Blues wie immer? Ich nehme heute mal Whites. Whites, sind das da Whites? Hast du gehört, Vito? Los, eine Stange Whites. Weißer Karton. Läuft. Ja, genau die. Danke, Joe.
Und jetzt verzieht euch, okay? Okay, weiter geht's. Steig ein, Vito. Nächste Station ist Millville. Läuft gigantisch heute. Okay, wir machen jetzt mal hier die Pritsche Schiff. Ja, ja. Huch. Der Kleine, dieser Marty, arbeitet er auch für Eddie? Davon träumt er. Der Kleine ist kaum 18. Er arbeitet für mich, fährt mich rum, macht Botendienste, solche Sachen. Er hält sich aber für einen Gangster. Der Junge sieht so viele Filme. Ja, wenn sich der Kurze dich zum Vorbild nimmt, hat er ein Problem. Ach ja, Klugscheiße. Er erinnert mich sehr an dich, als du in seinem Alter warst. Genau. Ich habe in Europa 2 Jahre lang Kugeln um die Ohren gekriegt und war 6 Jahre im Knast, seit ich dich kenne. Das meinte ich mit Problem. Was ist los mit dir? Hat dir jemand in deinen Morgencafé geschissen? Hast du die guten alten Zeiten vergessen? Ja, daran musst du mich irgendwann mal erinnern. Alter, der wird ja sogar nicht schneller, wenn ich die... wenn ich den Tempomat rausnehme. Ha! Loser! Haha! Ja, wir erreichen Maximalgeschwindigkeit noch nicht mal. Egal. Egal. Hm. Scheiße, wow, was ist das denn? Naja, egal. Hier runter. Ich habe nicht auf die Schilder geachtet. Aber okay. So. Hier links. Hey, du bist gerade bei Rot rüber. Ich weiß. Ich darf das. Ich habe rote Zigaretten bei. Also darf ich auch über Blau und über Weiß fahren. Hehe. Ja, der Wahnsinn. So. Komm. Fahr doch einfach mal über Rot. Hm? Trau dich mal was. Mach mal was Neues, Kollege. Da. Ah. Huh, ich sehe nichts. Ah. Ja, okay. Nächster Stopp. Millville? Siehst du, was ich gesagt habe? Läuft alles wie geschmiert. Okay, das entschädigt fast für gestern Nacht. Fast. Na komm, wie willst du das toppen? Du bist an der frischen Luft in guter Gesellschaft und verdienst einen Riesenhaufen Knete. Gar nicht übel für einen Kerl, der gerade aus dem Kittchen kommt. Mhm. Okay. Wenn es so weitergeht wie jetzt, dann ist alles vergeben und vergessen. Wenn ich auch nicht direkt das wieder rein ist muss, Vito, wie ich ihn kenn. Gleich sind dann ist alles gut. Mein Gott, wo sind wir denn? So, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Da war ein Hund. Ist das unser erster Kunde? Oh Gott, das... Hey, eine Stange Blues bitte. Jawohl! Eine Stange Blues. Ja, lass mich doch das doch geben. So. Ja, genau die. Okay. Was wollen Sie, mein Herr? Hi, ich nehme eine Schachtel Reds. Chrisse. Eine Schachtel? Eine Reds, Vito. Ah. Ja, genau die. Ach, da ist der Köter. Okay. Was bist du denn da hinten für einer? Bis zum nächsten Mal. Ich vertraue dir nicht. Ich wusste es. Potomac? Was verkaufst du, Kumpel? Willst du nur glotzen oder vielleicht auch was kaufen? Wer weiß. Wir verkaufen Kippen. 2 Mäuse für die Stange, 100 Mäuse für die Kiste. Ich mache dir einen Vorschlag. Schieb 10 Stangen rüber und wir lassen euch mit einem blauen Auge davon kommen. Gegenvorschlag. Du steigst wieder in dein kleines Wägelchen zu deinen kleinen Freunden und ich tue so, als hätte ich euch nie gesehen. Wie klingt das? Sag mal, hast du Matsch in der Birne, du Fettsack? Das ist unser Gebiet. Wenn ihr hier Geschäfte macht, kostet das. Also zahlt. Du hast Matsch in der Birne. Du weißt wohl nicht, mit wem du hier redest. Du
Du kriegst noch eine Chance. Entweder du verziehst dich oder... Ich weiß, mit wem ich hier rede. Mit einem fetten Spaghettifresser, der in meinem Revier geklaute Kippen vom Lastwagen runterverkauft. Und jetzt ist Ladenschluss, kapiert, Arschloch? Okay, Jungs. Zeig dir mal, anreißen, Ware. Scheiße, Joe! Na, ja, das war ja klar. Was sagst du jetzt? Was ich jetzt sage? Das war's. Na los, steig ein, wir hauen ab. Okay, schnappen wir uns einfach den Burschen. Was? Das kann ja lange dauern. Die Karre geht nicht schneller. Ja, da haben wir uns auch den besten Wagen ausgesucht. Super. Ja, die Hupe ist auch langweilig. Ja, es ist ein Trauerspiel. Ein wahres Trauerspiel. Hey, komm zurück. Hey, es funktioniert, der bremst. Sehr gut. Joe, willst du dich jetzt schon mal irgendwie schießen oder so? Ich meine, man könnte treffen. Naja, jetzt eher nicht mehr. Alter, was ist los mit dem? Verdammt. Jetzt? Scheiße. Wir müssen Eddie Bescheid sagen. Ruf ihn von der nächsten Telefonzelle aus an. Ja, super. Oh Mann, ey. Gut. Telefonzelle. Telefonzelle. Was zur Hölle? Gibt's hier keine Telefonzelle? Was ist das denn? Ach, zu Hause. Ja, anscheinend gibt's keine Telefonzelle. Auch gut. Hey, das gibt's doch gar nicht. Irgendwo muss es doch eine beknackte Telefonzelle geben. Okay. Ich sehe sie nicht. Wir sind hier doch nicht auf der Autorennbahn. Beherrsch dich, ich bin in Eile. Telefonzelle? Highbrook Bridge. Oh Gott, hier waren wir auch noch nicht. Die Map ist gar nicht so klein, ne? Gute Frage, nächste Frage. Wo ist Telefonzelle? Hier gibt es wahrscheinlich keine Telefonzelle. Nehme ich mal an. So, und wenn wir jetzt geradeaus weiterfahren, kommen wir dahin. Ach, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so laufen musste mit der Verfolgungsjagd oder ob ich einfach nur schlecht bin. Ob ich einfach nichts kann. So. Das war ich nicht. Oh Mann, entspann dich. Echt mal. Entspann dich, ist doch nix. Jungchen. Wir leben noch, ist nicht unser Auto. Nimm den Fuß vom Gas, du Arsch. Ach. Hey, geh eine Runde knacken. Oh. Junge. Ah, das war knapp. So, einmal raus. Oh, und ich sehe gerade. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter. Ich weiß nicht genau, was auf uns zukommt. Aber hey, das wird schon. Also Leute,
Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.